Herr Flint, ich glaube, Sie würden das tun, sorgsamer und sensibler damit umgehen. Das ist vielleicht ein ganz großes Pluspunkt, ein ganz großer Pluspunkt, den Sie mitbringen, dass Sie sagen, ich bin für mehr Transparenz. Aber ist das, was Sie vorhin sagten, gerade wenn wir jetzt über die Erfahrungen in den letzten 10 Jahren sprechen, dass Sie vielleicht sich den Status quo der Politik in Bad Nauheim ja noch ein bisschen erarbeiten müssen, wie Sie ehrlicherweise sagten, vielleicht auch ein kleines Manko, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, Mensch, weiß der wirklich schon genug von Bad Nauheim? Ja gut, das Problem hat jeder Neueinsteiger, dem muss ich mich stellen, das tue ich auch, ja. Ich wollte vielleicht mal sagen, als ich angefangen habe, meine Unterstützungsunterschriften zu sammeln, da bin ich in Schwalheim durch eine Straße durchgegangen und habe an 10 Haustüren geklingelt und habe gesagt, hier bin ich möchte kandidieren und die Themen Transparenz und Bürgerbeteiligung sind meine Schwerpunkte. Ich bin von diesen 10 Haustüren mit 8 Stützunterschriften weggegangen. Und da habe ich mir schon gedacht, hallo, hier geht was. Und ich habe das dann auch sehr zu schätzen gewusst, wenn die Leute, denen ich dann zum Beispiel bei meinen Umfragen begegnet bin, denen habe ich nicht gesagt, ich bin von der Piratenpartei, sondern ich habe einfach gesagt, was interessiert Sie denn an Bad Nauheim oder was würden Sie ändern? Erst haben sie alle abgewinkt und haben gesagt, ach, interessiert uns überhaupt nicht. Wenn man dann ein bisschen insistiert hat, kamen plötzlich sehr sachbezogene und hochinteressante Themen auch nach oben aus dem eigenen und persönlichen Umfeld. Und ich persönlich denke, das ist eine unheimlich wertvolle Ressource, die man unbedingt nutzen muss. Und die Bürger einzubeziehen, ob man das jetzt institutionalisiert macht oder ob man das einfach als Bürgermeister von sich aus macht, um einen Eindruck zu bekommen, was die Leute eigentlich wollen. Das spielt doch gar keine Rolle. Die Hauptsache, die Bürger fühlen sich wahrgenommen und auch ernst genommen. Und dafür stehe ich und dafür möchte ich auch gerne einstehen, weil das macht auch einen Riesenspaß. Also wenn Sie hören, beim Geschäft oder sowas, gehen Sie hin und sagen, dein Geschäft interessiert mich, kannst du mal was sagen? Oder wie sieht die Situation in der Fußgängerzone aus? Was sagen Sie dazu? Und wollen wir uns da mal länger drüber unterhalten? Da renne ich offene Türen ein. Und das ist wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Also egal, wie dieser Wahlkampf ausgeht für mich, ich werde unheimlich viel fürs Leben mitgenommen und gelernt haben. Und wenn ich wieder was zurückgeben kann, wäre es umso besser, ja. Also Herr Witzel, ich darf mal auf, Dankeschön, Herr Flint, ich darf mal auf den Punkt bringen. Ich glaube, die Kritik geht so ein bisschen in Ihre Richtung, wenn man sagt, dass das nicht so ganz ernst genommen wurde, wenn kritische Äußerungen, Anregungen seitens der Bürger an Sie stellvertretend für die Regierung Bad Nauheims herangetragen werden. Was haben Sie denn in Ihren letzten 6 Jahren gelernt? Was können Sie mitnehmen in das Leben nach der Bürgermeistertätigkeit oder gar in die nächste Legislaturperiode mitnehmen? Was die Kritik, was Ihren Umgang mit der Kritik angeht, würden Sie sich da in künftigen Zeiten anders verhalten? Nein, ich würde mich nicht anders verhalten, denn es ist nicht so, wie es hier dargestellt wird. Ich sehe doch, wie der Wahlkampf hier läuft, wie man alles auf einem Thema rumreitet, Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligung. Und bei uns sind sie alle auf der Liste. Also da kann ich nur staunen, was hier gesagt wird. Bürgerbeteiligung gab es schon immer. Insbesondere in Form der Beteiligung von Vereinen und Verbänden. Bürgerbeteiligung gibt es dann, wenn ein neues Projekt aufgelegt wird. Karlsbrunnen ist hier genannt worden. In der Tat, dort gab es 3 Vorschläge, eins von der Agenda-Gruppe ausgearbeitet, alles mit einer riesen Wasserfläche dort unten. Die Frage stellt sich ja dann immer nachher an die, die oben im Rathaus die Verantwortung tragen, ist das auch umsetzbar? Schmiere ich denn denen, die hier sich beteiligen, Honig um den Mund oder sage ich denen ganz genau, das ist machbar oder nicht machbar? Es wurde ja auch hier dargestellt, dass es 3 Vorschläge gab und wir werden jetzt sehen, wie wir das umsetzen können. Sie wissen, dass eine Partei hier in Bad Nauheim, in dem Fall die CDU, dort unten fast 80 Parkplätze hinbringen will. Wir sind eine Kurstadt, ein Heilkurort und ein Kneippkurort. Ich kämpfe um jedes Auto, das draußen bleibt, damit wir den Status behalten. Und hier sollen weitere Parkplätze geschaffen Aber werden. Sie freuen sich ja auch über Besucher, oder? Die nach Bad Nauheim kommen. Ja, um jeden Besucher freue Der ich muss ja mich. parken, wenn er mit dem Auto kommt. Naja, natürlich muss der parken. Wir haben Parkanlagen in der Schwalheimer Straße. Gehen Sie mal hin. Das ist doch so wie beim Einkaufen. Ich brauche doch gar nicht hier an die Bürger zu denken, die von außen herkommen. Ich brauche doch nur hier, jeder klopfte mal auf seine Brust. Man möchte doch gerne, wenn es geht, vor die Metzgereitheke fahren, um ein Viertel Fleischwurst zu holen, oder? Das geht auch jedem so. Wir haben Parkanlagen im Außenbereich in Mengen.
Schwalheimer Straße, ein paar Meter ist man in der Kernstadt, was da unten die Trinkoanlage betrifft. Dort unten das Parkdeck. Wir planen jetzt ein neues Parkhaus zu bauen, dort unten mit um die 300 Parkplätze. Wir haben ein Stadtbussystem, was alle halbe Stunde alle Punkte in unserer Stadt erreicht. Also so ist es doch nicht. Aber gestatten Sie mir noch mal ein Punkt. Das heißt, ich bin Realist. Ja, Wünsche und Ideen gerne. Die diskutieren wir auch. Und es ist nicht so, dass die Agenda-Gruppe von uns, und man darf doch nicht immer sagen, der Bürgermeister, sondern er von dem Magistrat auch unterstützt wird. Wir zahlen einer hauptamtlichen Kraft einen Anerkennungsbetrag. Und bitteschön, ich habe die Stelle nicht gekürzt. Die Stelle der Agenda-Beauftragten wurde vom Parlament gekürzt. Ja, dann suchen Sie sich mal die Mehrheit bei denen und die Antwort und die Fragen bei denen, die dann, wenn es hier drum geht, und letztendlich geht es immer hier drum, dann plötzlich andere Entscheidungen treffen. Insgesamt gesehen läuft doch das alles sehr gut. Lassen Sie mich nochmal hier was sagen. Also wissen Sie, man kann so Dinge auch nicht stehen lassen. Wenn hier gesagt wird, Bad Nauheim ist mit seiner Betrachtung in Richtung Umwelt ganz hinten, in Richtung Klimaschutz und so. Passivbauweise wurde hier genannt. Der Kindergarten ging nicht in Passivbauweise zu bauen. Es ging nicht. Wir haben mit den Architekturbüros diskutiert. Wir haben gesagt, können wir es denn nicht machen? Nein, es ginge nicht. Warum? Ja, es ginge nicht. Wir hätten den Kindergarten drehen müssen und die Beschattung des Kindergartens oder besser gesagt die Bestrahlung des Kindergartens, die einzelnen Gruppen, ja, die ja helle Räume auch brauchen, die hätten drunter gelitten. Es wäre nicht machbar gewesen. Bad Nauheim hat die erste Turnhalle gebaut in Passivbauweise. Die erste Turnhalle. Also bitte schön, Frau Nelldübel, so ein bisschen was sollte man mit. Da sollte man, wer hat es beim Kreis durchgesetzt, Frau Nelldübel, dann sagen Sie es auch bitte schön hier. So, Bad Nauheim ist gebaut, ach Sie, ja. Ja, Sie haben mitgestimmt, ja, richtig. Ich mal eben unterbrechen muss. Herr Witzel, Sie haben sich dann nur angeschlossen. Die Grünen haben im Wetterauer Kreistag den Antrag gestellt, dass kreiseigene Immobilien nur noch in Passivhausbauweise gebaut werden und sind damit durchgekommen. Es hat etwas gedauert, aber Sie sind damit durchgekommen, weil der Wetteraukreis mittlerweile erkannt hat, dass das eine Bauweise ist, die nur noch eigentlich möglich ist, weil anders wäre es unverantwortlich wegen der Folgekosten. Und bei der Sporthalle ist der Kreis dran beteiligt und der hat von vornherein deutlich gesagt, wenn er mit Geld gibt, dann passiv. Also ich will jetzt hier nicht sagen, es stimmt oder stimmt, die Grünen haben überhaupt keine Mehrheit im Kreis. Das ist von entschieden worden mit Mehrheit und es wurde darum gekämpft, natürlich auch die Folgekosten dort niedrig zu halten. Und wir haben es als erste Kommune umgesetzt, ja. Bitte schön, das sollten wir doch auch mal hier erwähnen. Nicht interveniert. Jetzt bin ich mal einen Augenblick dran. Dann Bad Nauheim ist geprägt durch Jugendstil. Ja, Bad Nauheim ist geprägt durch Jugendstil. Und wenn Sie hier sagen, Bad Nauheim hätte gerade mal 4 Dächer mit Photovoltaik. Also, das sind 4 Dächer der Wohnungsbaugesellschaft mit Photovoltaik. Eine ganze Menge Dächer haben Photovoltaik. Und die Dachlandschaft von Bad Nauheim steht unter Denkmalschutz. Das muss man doch im Kopf haben und muss es auch berücksichtigen. Und die Denkmalbehörde gibt keine Genehmigung, auf einem Jugendstilgebäude Photovoltaikanlagen herzustellen. So, ein anderer Punkt. Ich will jetzt nicht hier den Professor spielen, der mehrfach auch im Fernsehen bei den Diskussionen diese ganze Geschichte Photovoltaik in Frage stellt. 4 Jahre sind notwendig, Betrieb einer guten Photovoltaikanlage, um die Kosten wieder reinzuholen, die die Produktion dieser Platten kostet. Ja? Wie das Zeug mal später entsorgt werden soll, weiß heute noch keiner. Der nächste Punkt ist, 15 Jahre brauchen sie, um überhaupt die Rentabilität einer Photovoltaikanlage wieder reinzubekommen. Als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke von Bad Nauheim bin ich natürlich bestrebt, dann auch nach dem Geld zu gucken. Ja, es kann doch nicht sein, dass man dann sagt, ah ja, wir machen jetzt und wir drehen mal am Stromrädchen oder am Gasrädchen. Irgendwo kriegen wir schon das Geld her, die Nauheimer merken das schon nicht. Die bezahlen schon, um hier Photovoltaik auf die Dächer zu bringen. Wenn hier mehr als 1 Million allein in den letzten Monaten hier investiert worden, Herr Häuser hat es ja schon gesagt,
Und deswegen ist es mein Recht, auch dorthin zu gucken. So, das ist der eine Punkt. Und wenn dann hier immer wieder gesagt wird, die Sonne ist kostenlos, natürlich kann man diesen Strom gewinnen. Jetzt sage ich noch mal eins, das wird hier immer verschwiegen. Die sogenannte Windenergie. Ja, die Windenergie, die man da oben gebaut hat mit riesen Windanlagen an der See. Man hat überhaupt kein Netz, um diese Energie zu transportieren. Es ist überhaupt kein Netz da. Man produziert mit Windrädern und da wird wieder mal eins hingestellt. Die Landschaft wird verschandelt, ja, und man hat überhaupt keine Einspeisung ins Netz. Und da ist Folgendes passiert im letzten Jahr. Es wusste keiner mit der Energie wohin, Frau Neldübel, das sollten Sie mal wissen oder vielleicht hier sagen, wenn Sie es wissen. Dann hat man die Energie an Frankreich nicht nur verschenkt, man hat den Franzosen noch Geld dafür gegeben, dass sie unsere Windenergie abgenommen haben. Also ich fühle mich hier langsam verschaukelt von diesen Aussagen, die hier von den Grünen kommen. Ich bleibe dabei, Bad Nauheim ist optimal in Richtung für eine Kommune. Optimal in Richtung für eine Kommune in Sachen Klimaschutz aufgestellt. Und dann, bitteschön, dann soll mir mal die Frau Neldübel von ihrer Liste mal die Stromabnehmer, ich habe ja die Chance, da oben nachzugucken, als Aufsichtsratsvorsitzende, mal zu gucken, ob denn die Leute, die ganz oben am Klimaschutz dauernd drehen wollen, ob die auch den teuren Strom für 39 Cent dann daheim verbrauchen oder ob sie lieber den Strom nehmen, den der Normalbürger mittlerweile für 23 Cent einkauft, wobei rund 3 Cent jeder Bürger für jedes verbrauchte Kilowatt für erneuerbare Energien derzeit mitzahlen muss. Ich bin doch dafür, dass da was passiert. Ich möchte doch, dass sich hier in Deutschland was tut, damit wir von diesem Öl unabhängig werden. Aber man darf nicht solche Behauptungen hier aufstellen. Also wir haben es eben gehört, er ist der Realist und er ist auch der Kaufmann. Da wir so ein bisschen unseren Zeitrahmen im Auge behalten müssen, darf ich Sie schon mal bitten, sich zu überlegen, als was Sie alle sich bezeichnen würden. Fakt ist natürlich, dass man einen Sachverhalt immer von mehreren Seiten beleuchten muss, damit ein Ganzes daraus wird und damit man wirklich jeden Blickwinkel bedacht hat. Was wären Sie denn, Herr Seert, wenn Sie Bürgermeister wären? Wären Sie der Kulturattaché? Hätte auch seinen Charme. Vielleicht werde ich es auch, sagt er, wer weiß. Nein, ich denke, ich werde der Ökonom, der ich jetzt auch bin, und der Konstruktivist. Das war mal vorbildlich kurz gefasst. Mal schauen, ob wir das hier auf der anderen Seite auch hinbekommen. Frau Neldübel, als was sehen Sie sich denn, wenn Sie das so ganz kurz zusammenfassen? Also ich stehe dafür ganz kurz, dass ich Visionen habe, dass ich Ziele habe und dass ich realistisch genug bin, diese Ziele so zu definieren, dass ich sie auch erreichen kann. Das war knackig und komprimiert auch, Herr Häuser. Folgen Sie dem. Was sind Sie, als was sehen Sie sich? Also ich bin offen, bin innovativ, bin für eine dialogorientierte Politik und nicht für finanzielle Waghalsigkeiten zu haben. Und last not least, Herr Flint. Ich bin dafür, das Ganze immer im Auge zu behalten und die Ausgaben genau dem einzupassen, was man auch erwirtschaften kann. Also mit Fantasie kommt man in so einer Stadt nicht weit, mit Ideen schon, aber man muss es auch wirklich unter dem richtigen finanziellen Gesichtspunkt betrachten, sonst versumpft man irgendwo. Das geht überhaupt nicht. Manchmal liegen Sie ja gar nicht so weit auseinander in Ihren Äußerungen, stelle ich fest. Meine Damen und Herren, Sie hier im Studio, wir freuen uns über Ihren Besuch, haben jetzt natürlich auch die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen noch zu stellen. Ist der ein oder andere unter Ihnen, die ein oder andere, die sagt, jetzt nutze ich die Gelegenheit beim Schopf und überlege mir anhand meiner persönlichen Fragen nochmal, wo ich mein Kreuzchen setze in 2 Wochen. Trauen Sie sich ruhig. Ja, gerne? Ich möchte gerne alle fragen. Wer hat denn das Buch gelesen, das grüne Paradoxon? Herr Witzel scheint es gelesen zu haben, denn er hat genau das ausgeführt, was darin steht von einem Professor Sinn, ich glaube, er ist Professor, der gesagt hat, wir sind natürlich alle, wären happy, wenn wir durch regenerative Dinge Energie gewinnen könnten, uns unabhängig machen könnten von Öl, Gas und so weiter. Nur, das Problem ist, dass es gar nicht funktionieren kann. Er hat in diesem Buch, ich bin gerade dabei, es zu lesen, habe es noch nicht ganz ausgelesen, er schreibt, dass wir gar nicht nur von ökologischer Energiegewinnung leben könnten. Wir müssen parallel immer alternative Energiequellen bereithalten, was natürlich eine Doppeldarstellung ist. Wir haben dadurch enorme Kosten. Und was Herr Witzel sagte, dass wir mit praktisch noch Geld drauflegen, um ökologischen Strom an andere Länder zu liefern, das ist ja doch wohl irgendwo ein bisschen schwachsinnig.
Zum Beispiel, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Anlagen, sagt er, dass die Photovoltaik, die Windräder bringen ja noch einiges, die Photovoltaikanlagen sehr wenig. Vor allem, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die haben sie. Die sagen, wenn ich überlege, was für Folgekosten wir haben, nur allein um den Schmutz von den Photovoltaikanlagen herunterzunehmen. Die müssen nämlich regelmäßig gereinigt werden, weil der ganze Dreck aus der Luft setzt sich nämlich drauf ab und mindert den ohnehin schon nicht allzu dollen Wirkungsgrad in unseren Breiten. Es gibt Länder, da wäre es fantastisch, wie in arabischen Ländern, in Nordafrika und so weiter. Da ist es genial, aber in unseren Breiten, ich hatte ja geschrieben in der Zeitung, es wäre toll gewesen, wenn mal alle Atomkraftwerke im November, Dezember abgeschaltet worden wären. Dann wäre einigen Leuten aufgegangen, wie toll unsere Versorgung mit grüner Energie sein würde. Was war jetzt nochmal genau Ihre Frage an alle Kandidaten? Ich habe nur mal gehört, wollte mal hören, ob das Buch schon mal gelesen worden ist, weil das sehr kommt. Das ist ein Mann, der sich wirklich mit der Materie auskennt, wahrscheinlich mehr als jeder, der hier von grüner Energie redet. Ne? Also eine wichtige Buchempfehlung. Weil das ein Fachgebiet ist. Und für alle, die es noch nicht kennen. Ganz klar, nach der Wahl, wenn wieder mehr Zeit ist. Das Paradoxon. Und wenn er das gelesen hat, dann weiß man, dass es zwar wünschenswert ist, wenn es ginge, wäre ich der Erste, der mit wehenden Fahnen dahinter stehen würde, um eben unabhängig zu werden. Aber es ist noch wahnsinnig viel zu tun und noch sehr viele neue Wege zu beschreiten, um das überhaupt praktikabel zu machen. Dankeschön. Jemand von Ihnen noch Fragen? Ja, gerne. Also ich habe eigentlich eine Frage an den Herrn Witzel. Sie haben in einer anderen Podiumsdiskussion mal gesagt, dass das Geld aus Bad Nauheim abfließt. Auf der anderen Seite haben Sie eben wiederholt, was Sie auch schon mal gesagt haben, dass die Kernstadt attraktiv ist. Ich selber finde, die Kernstadt ist überhaupt nicht attraktiv. Ist das nicht ein Widerspruch zwischen Geld abfließen und attraktiver Kernstadt? Da haben Sie vollkommen recht. Ich hatte ja, glaube ich, bei der Diskussion Wetterauer Zeitung gesagt, dass Bad Nauheim, ich bringe es mal locker so auf den Nenner, dass Bad Nauheim aus vielen reichen Leuten besteht, das heißt eine hohe Kaufkraft vorhanden ist, aber die Kaufkraft hier in Bad Nauheim die geringste fast in ganz Hessen ist, vergleichbare Städte. Das heißt, die Menschen tragen ihr Geld nach Frankfurt, Gießen, was weiß der Teufel wohin, Butzbach, egal wo. Ja, insbesondere die Jugend, ich denke hier an den, hier steht ja wieder was Modernes, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, hinter der Entwicklung, um da ständig auf dem Neuesten zu sein. Und das ist der Punkt. So, Bad Nauheim hat einen sehr kleingliedrigen Einzelhandel. Ja, das habe ich auch wiederholt gesagt. Unsere Geschäfte sind in der Regel manchmal nur so groß wie hier, manchmal noch kleiner. Aber die Größe unserer Geschäfte ist sehr eingeengt. Und da ist es wichtig, dass unsere Geschäfte attraktiv gemacht werden. Beispiele hatte ich Ihnen genannt. Ein Geschäft ist mittlerweile umgebaut worden, fertiggestellt worden, entspricht den allerneuesten Standards. Gucken Sie mal bei Mom Jeans, gehen Sie mal rein. Ja, da aus dem Alter bin ich auch schon ein bisschen rausgewachsen. 20 weitere Geschäfte sind eben dabei im Rahmen des Förderprogramms Lokale Ökonomie. Im ersten betrifft nur den ersten Stock, dort mit Zuschüssen von Bund, von Land und Stadt sich zu erneuern, um unsere Stadt attraktiver zu machen. Unsere Stadt ist attraktiv geworden, nachdem wir beispielsweise die Parkstraße umgebaut haben. Das heißt, die Stadt hat dafür gesorgt, dass das Umfeld stimmt. Was ist passiert? Die Leute, das haben Sie ja sicherlich gesehen, ich nehme an, Sie sind Nauheimer, haben Sie ja sicherlich gesehen, plötzlich stand hier ein Gerüst, da ein Gerüst, man hat die Häuser renoviert, man hat die Geschäfte, die Eissalons top renoviert, schön gemacht, man hat neue Möbel gekauft, man hat die Möbel rausgestellt auf die Straße. Es ist ein ganz anderes Bild entstanden. Das heißt, Bad Nauheim wird im Kernbereich immer ein Erlebniskauf sein müssen. Ja, und deswegen müssen wir da sehr viel tun. Aber wir müssen auch was tun, damit unsere Gelder nicht nicht in die anderen Kommunen fließen. Deswegen jetzt auch die Entwicklung des Stollgeländes mit den Angeboten, die hier fehlen in unserer Stadt. Ja, wir dürfen halt auch nicht mehr, und das wollen wir auch nicht, wir dürfen nicht das Konzept verfolgen, geht auch gar nicht mehr nach den Vorgaben des Planungsverbandes, immer Riesenmärkte bauen wie auf der grünen Wiese. Gucken Sie mal, die Fürthberge haben uns vor die Nase, den Globus heißt der, glaube ich, 14.000 Quadratmeter
knallen die einem hier vor die Nase. Mit einer 800 Quadratmeter großen Gärtnerei und all diese Dinge. Ja? Und wir bleiben im Bereich innenstadtverträglicher Einzelhandel und Aufbau und Modernisierung unserer kleingliedrigen Einzelhandelsstruktur. Also man muss da immer wieder feststellen, wenn man durch Bad Nauheim geht, hier ist Leben drin, hier ist Leben in der Stadt. Man sucht das kleine Obstgeschäft auf, man sucht den kleinen Einzelhandel auf, Boutiquen, gibt es ja auch andere Namen dafür, wo man mal was anderes bekommt als wie bei C&A oder Kaufhof oder was auch immer. Wird es auch hier nicht geben. Aber Herr Witzel, das ist jetzt Ihre Sicht der Dinge. Jetzt hat ja der junge Mann gesagt, er findet Bad Nauheim gar nicht so attraktiv. Jetzt muss ich mal die Gegenfrage stellen, vielleicht auch als Anregung für die Herrschaften hier oben. Was wäre denn für Sie attraktiv? Was müsste in Bad Nauheim passieren, damit Sie sagen, Bad Nauheim ist wirklich eine attraktive Innenstadt? Oder hat eine attraktive Innenstadt? Also für mich würde es bedeuten, dass wir einen vernünftigen Branchenmix haben. Ich meine, wir haben ein paar Cafés, wir haben ein paar Geschäfte, aber es ist eigentlich alles nichts, wo ich sagen würde, deswegen fahre ich komme jetzt von außerhalb von Bad Nauheim, deswegen fahre ich nach Bad Nauheim rein. Für mich ist der Weg nach Bad Nauheim, ob ich dahin fahre oder ob ich gleich nach Frankfurt oder nach Gießen fahre, dann muss ich sagen, fahre ich lieber nach Frankfurt oder nach Gießen, da ist die Attraktivität höher. Deswegen muss ich auch sagen, ich finde, das sind aber auch größere Städte, muss man fairerweise sagen. Sind auch größere Städte, aber das ist, finde ich, ist ein bisschen so der Widerspruch. Sie reden von einer attraktiven Innenstadt und ich muss sagen, in meinem Umfeld, wenn ich mit Leuten rede, die sagen alle, geh mir weg mit Bad Nauheim, da kann man nicht hinfahren. Aber finden Sie nicht, Bad Nauheim ist jetzt schöner geworden in letzter Zeit? Es ist schöner geworden, aber es ist nicht attraktiver geworden. Es ist schöner geworden durch die Landesgartenschau vielleicht, durch alles, was gemacht wurde, aber attraktiver zum Einkaufen, zum Shoppen gehen, dass man da... Wie bitte? Was sagen Sie? Es gibt noch mehr Schleichwerbung. Also muss ich sagen, ich finde, es ist schöner geworden, dem stimme ich zu. Es ist aber nicht attraktiver geworden. Gerade das eine Geschäft, was Sie erwähnt haben, ist eins der wenigen Geschäfte, die tatsächlich besser geworden sind. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ansonsten muss ich sagen, Fußgängerzone hoch und runter ist nicht wirklich, dass man sagen würde, ach, gehen wir mal nach Bad Nauheim zum Shoppen. Aber da sehen Sie, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Der Herr hinter Ihnen sagt gerade, wieso, wir haben doch alles in Bad Nauheim, ne? Nein, er hat danach, glaube ich, wenn ich richtig gehört habe, gesagt, so schlecht sind wir gar nicht aufgestellt hier in Bad Nauheim. Man muss suchen, aber man findet's. Aber ich bin Neubürger. Für Sie ist es noch spannend. Was sagen Sie? Fischgeschäft haben wir nicht mehr. Muss ich als Neubürger sagen. Ja, das stimmt. Ja, aber was kann man tun, um all das wieder herzubekommen nach Bad Nauheim? Da müsste man natürlich vielleicht anders akquirieren. Was könnte man tun? Herr Witzel, einen Satz aber nur. Versprochen. Nur einen Satz dazu. Ich meine, wir können eine Stunde dazu reden. Ja, klar. Oder habe ich gar keine klar. Probleme. Als beispielsweise jetzt die Kreissparkasse abgerissen wurde, hier vorne auf dem Aliseplatz. Da haben wir alles dran gesetzt mit dem Investor und mit Hilfe der Stadt, dass hier H&M nach Bad Nauheim kommen soll. H&M hätte dazu geführt, dass viele andere Geschäfte nachgezogen hätten. Die sind nicht hierher gekommen. Die machen eine Marktanalyse, die sagen, nein, H&M in Gießen, H&M Frankfurt, halbe Stunde ist man in Frankfurt. Ne? Wir machen es nicht. Wir versuchen das schon hier dauernd herzubekommen. Ein Fischgeschäft, ich esse beispielsweise gern Fisch, haben wir nicht. Brauchen wir dringend hierher. Wir verhandeln mit Nordsee oder mit anderen Investoren. Die müssen sie auch heute hierher holen in die Stadt. Da muss das Umfeld stimmen, da muss die Kaufkraft stimmen. Und deswegen sind wir gefordert, für die nächsten Jahre den Einzelhandel kräftig zu unterstützen, dass die Attraktivität erhalten bleibt und dass die Leute eben nicht sich ins Auto setzen, ja, und nach Frankfurt fahren. Das war aber schon mehr als ein Satz. Ja gut, gell? Und ich meine, es ist auch so, bleiben Sie mal bei uns jetzt bei den Herren, ja. Es ist doch auch ein Unterschied, wir haben hier vorne Herrenmoden, Hinsen, was man ja ab und zu muss man sich immer eine Hose oder einen Anzug kaufen. Ja. Alles Schleichwerbung, gell? Geht kein Weg dran vorbei, dann bei der Gerda Kratsch dann meinetwegen auch, oder meinetwegen auch im Kaufhaus Weihrauch, wenn sie dann sowas haben. Da ist es doch ein Unterschied. Ob da jetzt 50 Anzüge hängen oder 3 Anzüge hängen. Aber Hinsen kann nicht anders. Hinsen hat eine tolle Auswahl, aber immer nur kleingliedrig begrenzt. Und es geht nicht anders. Deswegen ist es auch wichtig, ganz eng mit dem Einzelhandelsverband, hieß ja seither Erlebnis Bad Nauheim, hat sich jetzt neu konstituiert, kommen nächste Woche auch zu mir, konnte man in der Zeitung lesen, beim Herrn Häuser waren sie schon. Die Geschäftsführerin von Benetton ist dort die Vorsitzende und dann müssen wir versuchen, mit denen unser
interessantes Einkaufserlebnis Bad Nauheim nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern ganz extrem weiterzuentwickeln, auch mit Hilfe der Stadt Bad Nauheim. Herr Witzel, ich hoffe, dass Sie alle anderen Versprechungen mehr halten als das mit dem einen Satz eben. Das ist ja sonst nicht sehr vielversprechend. Herr Seert wollte nämlich auch noch was sagen, gell?